Schritte. Das sind vier Schritte nach vorn und vier wieder zurück. Wir beginnen mit rechts. Rechten Fuß vor, linken Fuß vor. Rechten Fuß vor. Den linken Fuß kicken wir nach vorn. Dann setzen wir den linken Fuß nach hinten, den rechten Fuß nach hinten, den linken. Und mit dem rechten Fuß machen wir einen Step neben den linken. Diese acht Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten acht Schritte. Das ist ein Turn, also eine volle Drehung und ein Grapevine. Zuerst den Turn, also diese Drehung. Wir setzen den rechten Fuß zur Seite. Machen jetzt eine halbe Rechtsdrehung, indem wir den linken Fuß zur Seite setzen. Jetzt machen wir wieder eine halbe Rechtsdrehung und setzen den rechten Fuß zur Seite. Und ein Step mit dem linken Fuß neben den rechten. Ich zeige diese Drehung noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4. Und ein Grapevine nach links. Den linken Fuß zur Seite, den rechten Fuß dahinter, den linken Fuß zur Seite und ein Step mit dem rechten Fuß neben den linken. Ich zeige diese acht Schritte noch einmal im Zusammenhang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten acht Schritte sind Monte Returns. Wir setzen die rechte Fußspitze zur Seite. Ziehen den rechten Fuß an den linken wieder ran. Machen eine Viertelrechtsdrehung. Und setzen die linke Fußspitze zur Seite. Und ziehen die linke Fußspitze an den rechten Fuß wieder ran. Ich zeige das noch einmal. 1, 2, 3, 4. Und jetzt machen wir noch ein Monte Return mit einer halben Drehung. Wir setzen wieder die rechte Fußspitze zur Seite. Ziehen den rechten Fuß an den linken wieder ran. Machen eine halbe Rechtsdrehung, setzen die linke Fußspitze zur Seite und setzen den linken Fuß an den rechten Fuß wieder ran. Die letzten vier Schritte zeige ich noch einmal. 1, 2, 3, 4. Und die letzten acht Schritte noch einmal im Zusammenhang. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die letzten acht Schritte? Das sind zwei Shuffle vorwärts, zuerst mit rechts und dann mit links. Den rechten Fuß vor. Aber dabei drehe ich mich um, damit man das besser sieht. Das war jetzt der Ausgangspunkt. Den rechten Fuß vor, den linken ran. Den rechten Fuß vor. Jetzt setzen wir den linken Fuß vor den rechten Fuß an den linken ran und den linken Fuß nach vorn. Ich zeige diese vier Schritte noch einmal. 1 und 2, 3 und 4. Und die letzten vier Schritte, das ist noch eine Jazzbox. Wir kreuzen den rechten Fuß über den linken, setzen den linken etwas nach hinten, den rechten Fuß zur Seite und den linken Fuß setzen wir neben den rechten Fuß ab. Und das Gewicht ist zum Schluss auf dem linken Fuß. Ich zeige diese acht Schritte noch einmal. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6,
sieben, acht. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Und der Tanz beginnt von vorn.